herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Kunig TV. Wir stehen hier im Herzen der schönen Stadt Saarbrücken neben der Ludwigskirche und genießen die angenehme Ruhe. Jedoch ist es nicht überall so ruhig. Das finden auch die Anwohner der Stadtautobahn. Ein Bewohner der Stadt, der sich von diesem Lärm belästigt fühlt, hat sich zu einem Interview bereit erklärt. Ich bin hier heute im Interview mit Yves Neu. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview bereit erklärt haben. Was halten Sie von den vielen Autos, die hier Tag für Tag über die Stadtautobahn fahren? Ja, die sind ziemlich laut, ziemlich nervig und man merkt es ja auch hier schon, es ist sehr, sehr laut. Wir sind in der Nähe und da ich hier in der Nähe wohne, also nachts Fenster aufmachen oder so ist nicht, sondern sich totschwitzen im Endeffekt, weil es viel zu laut ist. Wussten Sie, dass man den Lärm auch für etwas Positives nutzen kann? Nee, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Man kann ihn beispielsweise in Strom umwandeln. Das wäre praktisch. Wäre immerhin die Stromrechnung weniger, auch wenn ich immer noch den Lärm hätte. Das wäre eine gute Idee. Vielen Dank für dieses Interview. Ich gebe zurück an Michael Becker ins Studio. Vielen Dank an unseren Außenreporter Michael Becker für dieses Interview. Nun werden uns Yves Neu und Dominik Mechthold den revolutionären Mechanismus der vier international bekannten Physiker Neu, Becker, Mechthold und Schwarz vorstellen. Danke, Michael Becker. Wir haben jetzt hier das LOG aufgebaut, das Lärmumwandlungsgerät. Und wie Sie sehen, reagiert es bei jedem Wort meiner Stimme. Denn wir haben die Empfindlichkeit so eingestellt, dass es nur auf die Stimme reagiert und auf Nebengeräusche oder sonstiges spricht es nicht an. Hier haben wir jetzt das Solarpanel aufgebaut. Wie Sie sehen, betreiben wir es mit einer Lampe, da wir kein Sonnenlicht momentan zur Verfügung haben. Die 24 Volt Gleichspannung werden im Konverter in 12 Volt Gleichspannung umgewandelt, die dann das ganze System mit Strom versorgen. Das Mikrofon hier wandelt meine Schallwellen in elektrische Impulse um, und zwar in Wechselspannung. Diese wird in einem Vorverstärker und einem Hauptverstärker so weit verstärkt, dass wir ein richtiges Signal empfangen können. Die erzeugte Gleichspannung schaltet den Transistor frei, sodass der Schaltkreis der Lampe geschlossen ist. Die Lampe gibt uns dann ein optisches Feedback, sodass wir wissen, dass der Schaltkreis geschlossen ist, das ganze System funktioniert und der Lärm auch ausreicht, um Strom zu erzeugen. Mit dem Potentiometer können wir die Sensibilität der Lampe einstellen, sodass wir dann durch die Lampe ein optisches Feedback haben. Kurz gesagt, die Lampe leuchtet, sobald eine Schallwelle das Mikrofon erreicht. Und mit dem Potentiometer hier können wir die Sensibilität einstellen. Wir haben nun die Sensibilität runtergesetzt, sodass die Lampe nicht mehr leuchtet, wenn meine Stimme ertönt, aber sie wird leuchten, wenn ich mit den Fingern schnipse. Dann ist die Schallwelle laut genug. Nun werden unsere Kollegen Ihnen das Gerät in der Praxis demonstrieren. Wir befinden uns hier über der A620 auf einer Brücke. Neben uns ist unser LOG, das, wie Sie sehen, den Lärm, der hier verursacht wird, in Strom umwandelt. Und dieser Strom bringt diese Lampe zum Leuchten. Wie Sie sehen, werde ich und Michael jetzt auch eine Sekunde leise sein und die Lampe wird trotzdem zum Leuchten gebracht. Dies zeigt, dass dieser Lärm nicht von uns ausgeht, sondern von den Autos. Und obwohl es ein Sonntagnachmittag ist und eigentlich nicht viel Verkehr ist, schlägt die Lampe jede Sekunde aus. Das war unsere Sonderausgabe von Kunig TV. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal. Hallo, mein Name ist Yves Neu. Ich war Kameramann, Cutter und Wutbürger und bin damit raus. Hallo, ich bin Michael Becker und ich war verantwortlich für den Text und Reporter. Hallo, ich bin Sascha Schwarz, war für den Ton verantwortlich und Außenreporter. Hallo, mein Name ist Dominik Mechthold, ich war Physiker und einen herzlichen Gruß geht raus an unseren Physiklehrer, Herr Kunig, der dieses Projekt erst ermöglicht hatte. Wir stehen hier im Herzen von der schönen Stadt Stadt Saarbrücken. Ein Bewohner der Stadt, der sich von diesem Lärm belästigt fühlt. Genießt die angenehme Ruhe. Jedoch. Beispielsweise kann man den Lärm nämlich Elektrizität. Die erzeugte Gleichspannung schaltet dann den.